Ich spiel aus. Junge, fick dich. Gabriella, was hast du getan? Jo Leute, was geht? Hannes Gott TV ist am Start mit einem neuen Video. Und ja, eigentlich sollte das heute meine allerletzte Flohmarkt-Hunting-Folge sein, beziehungsweise meine letzte Folge der ersten Staffel. Aber leider sah der Flohmarkt heute so aus. 60 Kilometer umsonst gefahren. Geil. Aber egal, Leute, heute geht es mal um die Nintendo Wii. Und ja, ich würde behaupten, ich habe durch die Jahre, da ich die Konsole schon zum Release hatte, ziemlich viele und ziemlich geile Spiele in meiner Sammlung, die ich auch so gut wie alle durchgespielt habe. Und ich liebe diese Konsole über alles. Und ich muss sagen, Wii-Spiele sind nicht wirklich teuer. Also es gibt ziemlich viele Klassiker schon zu einem sehr geringen Preis. Und ja, was ist das Schlauste, was man machen kann? Richtig. 6 zufällige Spiele für 30 Euro im Internet bestellen. Geil. Hier drinne befinden sich 6 Wii-Spiele. Ich habe keine Ahnung, was das für welche sind. Ich habe die Verkäuferin damals angeschrieben und gefragt, ob das verschiedene Spiele wenigstens sind. Sie hat gesagt, ja, das sind alles 6 verschiedene Spiele. Und ja, sie hatte für 5,50 Euro ein Spiel verkauft, habe ich dann runtergehandelt. Ich habe alle 6 genommen für 5 pro Stück. Also ich habe 31,55 bezahlt. Und ja, mir fehlen eigentlich die ganzen Pokémon-Spiele. Was ich noch gerne in der Sammlung hätte, wären Metroid Prime, die Box, und Mario All-Stars. Ziemlich, ziemlich teure Spiele. Und ja, ich glaube, das teuerste Spiel, was ich zurzeit gesehen habe, ist Just Dance 2020. Das geht, glaube ich, für ca. 90 bis 120 Euro weg. Kranke Scheiße für so ein Spiel. Und ja, machen wir uns nichts vor, Leute. Das sind ganz bestimmt irgendwelche Ladenhüter, die man sonst nicht los wird. Aber aus irgendeinem Grund immer und immer wieder interessiere ich mich so krass für diese Mystery-Boxen. Und eigentlich falle ich immer wieder drauf rein. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Wir öffnen das Paket. Viel Spaß. So Leute, es geht los. Wir öffnen die Hinterseite. Und ja, ich bin gespannt. Das erste Spiel. So, ich gucke nicht rein. Ihr seht es zuerst. Sagt mir, dass es Mario All-Stars ist. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Jetzt schon, nein. American Next Topmodel für die Wii. Junge, das Spiel wollte ich einfach unbedingt haben. Ich blende mal hier so die verkauften eBay-Preise der letzten Zeit rein. Der Zustand ist perfekt. Ja, alles Anleitungen dabei. Es ist sicherlich ein Spiel, was ich heute noch spielen werde. Oh mein Gott, wenn das schon so anfängt. Leute, fuck. 30 Tacken. 30 Tacken, komm schon. So, das nächste Game. Ihr seht's wieder zuerst. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ist das cool? Ultimate Band. Ist das ein cooles Spiel? Ich glaube, dafür braucht man doch Instrumente, oder? Alles dabei. Ja, die... Der, oh Gott. Ich bin traurig, Leute. Der Zustand ist ganz schön behindert. Gabriella, was hast du getan? Da ist ja irgendwie noch Uli Rotze drauf. Ultimate Band. Vielleicht kriege ich mal auf dem Flohmarkt ganz günstig die Instrumente. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht spielen. Kommt schon, bitte ein Pokémon-Spiel. Ich bin echt, ich bin nicht mehr optimistisch. So, wir haben 4 Spiele. So, das nächste. Ich hab so Schiss. Was? Nein. Battle of the Bands. Irgendwie ist das ein geiles Cover. Battle of the Bands. Na super. Battle of the Bands. Ja, das ist ganz... Wir haben einmal Americans Topmodel. Wir haben 2 Musikspiele. Ich bin begeistert. Oh Mann, komm schon. Ein Pokémon-Spiel, bitte. Ups. Ich habe jetzt schon ein bisschen das Cover gesehen. Was zur Hölle ist das? Kylie. Sing and Dance. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Stellt euch vor, ihr wünscht euch zum Geburtstag oder zu Weihnachten Super Smash Bros. Und eure Eltern kaufen euch das hier. Oh Gott. Ich mach das nie wieder. Ich werde es nochmal tun. So, warte mal. Wir packen jetzt, was eigentlich ganz vorne liegt und nicht eigentlich das nächste Spiel aus.
Junge, fick dich. Gabriella, was hast du getan? FIFA 10. Wer meine Videos schon länger kennt, weiß, ich kann gar nichts mit FIFA anfangen. Ich kann überhaupt nichts mit Fußball anfangen. Super. FIFA 10. Das wollte ich... So. Letztes Spiel, Leute. Das letzte Spiel. Ihr seht es wieder zuerst. Nein, ich sehe es zuerst. Ein Rennspiel. Need for Speed The Run. Also ich muss jetzt sagen, das ist das erste Spiel, was okay ist. Es ist wahrscheinlich auch das erste Spiel, was ich spielen werde. Und ja. Also ich sage jetzt schon mal so, wer sich für die anderen Spiele interessiert, ich meine, viele mögen vielleicht diese Rockstar- und Musikspiele, schreibt mich an, wir können tauschen. Bietet mir irgendwelche anderen Wii-Spiele oder für alle Plattformen. Ich sammle Spiele für jede Plattform und vielleicht werden wir uns ja einig. Das ist das Highlight, Leute. Also wenn ihr 30 Euro für ein Wii-Paket ausgibt und Need for Speed The One euer Highlight ist, dann merkt ihr ja schon, wie traurig das Ganze ist. Oh Mann, ich vermisse Flohmärkte jetzt schon. Der Lockdown muss schnell vorbeigehen. Mann, was habe ich getan? Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Lasst doch bitte Like und Abo da. Das würde mich sehr freuen und unterstützen und pushen. Leute, haut rein. Ihr seid die Geilsten. Ich werde jetzt American Topmodel spielen. Haut rein und ich wünsche euch noch eine geile Woche.